Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Teamprojekt zusammen mit dem Günni und mit dem Chris. Und mit der Ebte. Ja, wir sind mal da beim Flug, da der grausige Helfer da, der bringt dir nichts auf die Reihe. Und ich mach's nicht. Und ich hab gehört, da der komische Günni. Na, der normale Günni. Der nette, freundliche, sympathische Günni wird da jetzt ein bisschen klein. Leise. Nee. Doch. Ja, was willst du dann machen, Günni? Steine lesen, oder was? Doof dastehen und nichts machen. Das mach ich. Der Günni schaut jetzt beim Helfer, ob der jetzt endlich da fertig ist mit Flügen. Also ich muss jetzt sagen, wie viel wollen wir eigentlich haben? Ja, wir sind mal da mit den schönen Steinesammler unterwegs, mit dem Herrn Kollegen, Mahlzeit. Ey, ich hab mich auch so gefühlt, dass du eine Sekunde auch früher gröbst. Was ist mit dem Helfer falsch? Wo ist denn bitte hängen geblieben, Alter? Wird Justin sehr guter sein. Ja, genau. Oder Justin, wenn ich das höre. Ich weiß nicht mehr. Ebde. Ich könnte es kopieren und reinspammen. Ebde. Ach ja, die Ebde. Was kann man eigentlich da mit den komischen Steinen da machen? Kaufen. Also was denn das für eine schwarze... Die kann man nicht verkaufen. Keine Verkaufsstelle verfügbar. Muss erst mal was platzieren. Frage, was ist das für eine schwarze Schlange da am Feld 20? Silo-Bollen. Mit einem Anderson DLC. Ganz zufällig an den zwei Aufnahmeterminen, wo du nicht da warst. Ganz doppelt, wo der Günni mit dem weiblichen Objekt beschäftigt war. Naja, aber keinen Bock hatte. Einmal war es meine andere Ex. Jetzt muss er erst in seinem Wörterbuch nachschauen, wo es wäre. Warte, ich mach extra ein Heft. So ein extra ein Google-Dokument. Ja, genau. Normal, was? Und jede hat andere ID. ID 4, ja. ID 5, ID 6, das ist mittlerweile schon bei 66, was? Ja, genau. Nee, das war jetzt halt meine... Ich bin gerade... Ja, was ist? Nix. Ich hab meine Beine gefahren. Ja, ich doch nicht, also keine Ahnung, was du hast. Alter, ich schieb die. Hä, aber die sind in der Reihe geblieben. Ja, weil das ist nämlich ein zusammenhängender Ball ist. Also quasi, wenn du einen schweren Teleskoplader hast, kannst du die alle auf einmal anheben. Lol. Das wäre geil. Oder ein Radlader. Also das Standardradlader auf jeden Fall nicht. Da bräuchte ich schon keine Ahnung wie viele Tonnen. Ist euch ja schon mal aufgefallen, dass wir Schluss gemacht haben? Ja, 84.000 haben wir jetzt. Was hast du verkauft? War nix. Hä? Wir haben, warte mal. Zwei Windräder auf unserer Wiese stehen. Ah. Hey, wie viel bringen die? 365 eine Stunde? Also Chris, du bist nicht inkompetent, Honig zu stapeln, oder? Ich hab gar nichts gemacht. Du hast den scheiß Palettenstapel umgeschmissen.
Na, das war schon, wie ich gekommen bin. Wer der da drauf? Hat er noch eine draufgestellt? Ja. Ich nicht. Das war schon so umgefallen, wie ich gekommen bin. Glaubst mir halt nicht. Wahnsinn, die haben es mal geschafft, ihr eins komisches Wasserfass abzuholen. Der Terminkalender war frei anscheinend. Wir haben wahrscheinlich eine Helferrunde fahren lassen. Hey, cooler Leute. Okay, den müssen wir leider auch noch. Wie bist du da reingefahren in die Ballen, Alter? Ja, wahrscheinlich, Digga. Also das eine weiter links von mir aus gesehen, war ich nicht. Ich war jetzt kurz vorm Ende da. Ja. Jetzt hier? Das war ich nicht. Ich war weiter drüben. Eingepackt. Ja, safe. Genau da, wo du jetzt bist, war ich. Wo ist denn die Lara überhaupt? Die Lara? Ja. Dann gibt es meinen Stern leicht. Wie ist sonst bei euch das Wetter? Weißt du? Ah, heute aber auch sonnig. Selbst in der Nacht schneien sollen. Was liegt denn? Wasser. Ja, bei uns ist glatt schon. Bei minus 2 Grad schon. Eingefroren alles so gefühlt. Bei uns soll es heute in der Nacht minus 15 Grad haben. Ist uns halt was? Uns hat es heute Nacht minus 2 Grad gehabt. Warte, ich hab grad. Ja, momentan ist bei mir minus 1. Warte, ich kann da sagen, wie viel Grad es bei mir hat. Warte. Aktuell hat es minus 1 Grad. Ja, minus 2. Nachts soll es minus 5 werden bei uns. Ja, bremst halt auch gar nicht. Ach ja, das ist eine nicht entspannende Arbeit, muss ich sagen. Hauptsache unsere unsere Bäckerei sind schon fast komplett voll mit. Wie heißt es? Erdbeeren. Mhm. Was haben wir dann eigentlich noch zu machen, außer die Steine sammeln da? Irgendwann mal Hexen. Ich bin Häckslerfahrer. Kein Häcksler mehr. Doch nicht, da bin ich ja. Weißt du, ich bin auf dem Sturm. Heavy Sturm. Schaut damit. Wegen meinem Namen und ja. Schaut damit es keinen dynamischen Boden gibt. Oh. Kann ich mir schade.
geil, Digga. Ich hab grad die scheiß Mehlpaletten rausgeschoben. Ich brauch direkt 4 neue. Gib D. Ist aber noch nicht Ebte. Deutsch. Ebto. Ebto. Wo kommen jetzt die komischen Steiner hin? Das ist einfach ein Feldrand. Warte. Ich gehe so hoch, sag Ebto und gehe wieder raus. Ich höre nur von Justin so: Goody! Okay. Hat die mir auch so. Ich muss sagen, die Palettenphysik ist im 22er ungefähr genauso scheiße wie im 19. Ja, richtig. Derjenige, der wahrscheinlich mal eine Palette bisher angucken hat, irgendwas. Nein, das hat da ist von Quersplay machen lassen. Bei dir ist es gekommen. Ich und Quersplay. Bei dir und Quersplay sind zwei Sachen, die wir uns nicht treffen. Yeah, richtig. Hast du noch nie Quersplay benutzt? Wurde mir alles eingestellt, aber ja. Komm mal her. Ja, von mir. Ist nicht jetzt schon mit der Curse Blade draußen? Ja, ist schon wieder draußen. Könnte man vom Prinzip her auch nutzen, ne? Aber da müssten wir aber dann auf eine größere Karte gehen. Ja. Welche Karten kannst du aktuell empfehlen oder gibt es noch gar keine, was du empfehlen kannst? Weiß ich nicht. Ja. Ehrlich, ich habe bisher eigentlich nur die hier gespielt. Ah, dass es schon die Niemandsland gibt? Oder nicht? Ich muss ja nicht so viel ändern. Das ist ja einfach im Prinzip diese Grastextur muss ich ein bisschen ändern. Wenn überhaupt. Und die Baumtexturen ein bisschen. Und halt die ganzen Moddesk-Sachen umtragen. Ja, aber ich glaube, das ist auch schon wirklich schnell wieder. Jetzt zum Beispiel so die Elderbach oder sowas Modden. Die Ebte, oh die Ebte. Aber ich muss kurz für kleine Männer, sonst mach ich mir gleich am Stuhl ein, Alter. Ja. Schon kurz einen kleinen Mann, oder? Ja. Schön falls habe ich aufgeladen, jetzt nachher drin, alles schön falls habe ich wieder abgeladen. Und mir macht Spaß, da die Sterne auszusammeln. Alles glaube ich dir auch sofort. Kann es wenigstens ein bisschen bessere Arbeitsbreite geben. Ich habe einen Mod, der hat den ganzen Steine-Sammler. Größere Kapazität, schneller und. So, meine Lieben. Achso, ja, red noch fertig. Und hat breiter gemacht. Oh, cool.
Das werde ich mal, glaube ich, auch noch überziehen. So, meine lieben Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst so gerne eine Bewertung da, schreibt es einen netten Kommentar und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.